Willkommen zurück zu Hearthstone. Weiter geht's hier in Blackrock Mountain. Heute mit Emperor Forreston und Garr am Start. Ja, das ist auch ein epischer Kampf gegen den Emperor. Seht am besten mal selbst. Ist wieder was sehr Spezifisches, was man so noch nicht gesehen hat. Gucken wir mal. Imperator Taurisan hat Ragnaros in diese Welt beschworen. Seid so gut und vernichtet ihn. Ja, ich versuch's. Guck mal, seine Fähigkeit, ist es nicht fair, verursacht 30 Schaden. Das heißt, Runde 2 sind wir tot. Klasse, oder? Aber Simmer, wie willst du es denn dann schaffen? Ja, seht mal selbst. Imperator Forreston und seine Frau verteidigen den Durchgang zum geschmolzenen Kern. Genau, der geschmolzene Kern ist halt die nächste Sektion. Okay, wir gucken mal. Also, für Emperor ist mal Anduin am Start. So oft schon Tyrande gehabt, jetzt kann Anduin auch mal ran. So. Verderbe die Gute. Okay. Heize die Lava auf. Ja, seine Heldenfähigkeit ist auch ziemlich hot. 30 Damage, ey. Imperator Taurisan! Na gut, es gibt ja Mindbreak, aber ich glaube, der funktioniert bei Bossen nicht. Werden niemals untergehen. Mindbreaker sagt ja, den Sieg bringen. Dass Hero Power eben halt nicht verwendet werden kann, aber das geht bei den Bossgegnern, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist gut. Power Word Glory, mega, 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 mega geil. Ich behalte es mal einfach so. Was mega geil wäre, jetzt auch dieser Crazed Alchemist. Meint wie auch der Cookie. Ja, leider nicht. Heda, lass meine Frau in Ruhe. Und die sind ziemlich gut bei diesem Boss, das weiß ich noch. Und guckt mal. Das ist seine Frau, Moira Bronzebart. Thorsten kann seine Heldenfähigkeit nicht einsetzen. Greift keinen Diener ohne Spott an. Ja, das bedeutet, wenn wir die nicht killen, wenn wir seine Frau in Ruhe lassen, dann kann eben halt diese Heldenfähigkeit nicht verwendet werden und das ist mega geil. Das Lustige ist, wenn man die auf seine Seite zieht, dann greift er seine eigene Frau an und ja, dann kann er die Heldenfähigkeit verwenden. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit am Leben lassen. Bedeutet, wir können ihr das hier geben, weil die greift uns eigentlich immer an. Das heißt, wir heilen uns pro Runde um 4. Mega geil. Ja, wir spielen den mal einfach aus. Klinisch getestet. Den Dude. Kann ich mal da? Du bist doch eine Frau. Ja, ich weiß, eine Frau. Ich hab trotzdem jetzt Dude gesagt, egal. Alles klar. Dann ziehen wir mal eine Karte. Das könnte kurz wehtun. Ja, wobei, soll er auch den Trade machen, oder? An sich schon, soll er einen Trade machen. Keine Lust. Man kann auch mit Potion of Madness hier was machen. Potion of Madness, Double, Double, Double in der Fire, bam. Aber ich glaube, es geht in Heroic da nicht, weil er dann zu viel Leben macht. Weiß nicht mehr. Oh, da lul. Hätte er erste Wichtel ausspielen können, dann Trey wäre, hätte er mehr Heilung bekommen von Mistress of Mixtures. Ich den jetzt hier spiele, der hat nur 3 Leben, kann easy reintrainen, will ich nicht. Wird nicht gemacht. Ja, shit. Das bedeutet, dieser Zug ist für die Katz. Möge das Licht euch verbrennen. Haltet den Mund, sonst stopfe ich in euch. Danke. Haltet den Mund, sonst stopfe ich in euch. Ist er nicht nett? Er ist schon ziemlich nett, ne? Okay, wir spielen jetzt den Blade Master. Heilen. Jetzt 4-7. Die greift ja eben als nur Leute mit Spott an. Wenn ich ohne Spott spiele, dann geht die immer face. Deswegen können wir die nie loswerden. Somit ist die Hero Power eigentlich egal. Versteht ihr? Okay, wir könnten das. Na, erstmal gucken, was wir hier bekommen. Erstmal gucken. Ja, why not? Hahaha. Ja, komm, den hauen wir hier rein, weil der mehr Damage macht als der. Der ist ja nur nervig. Wenn man den mit kleinen Minions immer angreift, weil er dann ganz viele Imps kriegen kann, aber für den ist es egal.
Ich meine, er kann die ja hier nicht reinhauen. Er bekommt doch nur ein Imperil, der mehrere Imps bekommen. Zwei Damage, die sind mehr wirklich Latte. Okay. Wir können das Holy Fire benutzen, um hier das Board zu klären. Wir können aber auch den noch weiter buffen. Das werde ich machen, Freunde. Das werde ich machen. Und den werden wir hier rein trainen. Weil der dunkle Eisenzwerg der gefährlichste auf dem Board ist. Die haben nur zwei Attack. Und das ist so gut, das Power Word Glory. Ah, shit. Jetzt kann er den vernichten, wenn er möchte. Ja, macht's. Na gut, meinetwegen. Shit happens. Nervige Karte. LOL, Prognomen 2017. Ich glaube, ich will die sogar ein bisschen buffen. Ich kann aber auch die spielen und eine Karte ziehen. Ich glaube, ich spiele sogar die Cleric erstmal. Dann machen wir es so. Das ist auch okay. Ich mag das Play. Jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir den wieder heilen. Wird aber schwierig, sehe ich gerade. Da sind nicht wirklich Heilungen drin. Gucken wir mal. Nein, wir müssen ja eigentlich nur überleben und... Was hat er denn schon zu bieten hier? Sowas? Dr. Boom ohne Bomben? Naja. Ja, spielt keine Rolle, sowas. Oh, wenn wir die Silence würden, wären wir so am Arsch. Mach ich aber auch nicht. Ich denke, wir spielen hier den Heiligen Champion aus. Wie viele Finger zeige ich? Was wir hier ziehen. Und dann hauen wir die da rein. Soll der Effekt schon mal aktiviert werden? Weil hier wären wir eh wieder um 4 geheilt. Sind wir das schon mal los? Diesen Mist. Wir können jetzt hier nochmal Machtwort rumspielen. Dann würden die uns hier oben um 8 teilen. Mega geil. Aber nee. Not yet. Not yet, not yet. Oh yeah. Thank you. Danke. Haltet den Mund, sonst stopfe ich ihn. Oh, Axtwerfer, das ist eine interessante Karte. Immer wenn er Damage erleidet, wird eine Axt auf unser Face geschmissen, die eben halt 2 Damage macht. Ich habe die Kraft. Bist du He-Man oder was? Bist du He-Man? Meine Macht von Grayskull. I have the power. Ich denke, hier spielen wir jetzt wieder das Holy Fire. Jetzt oder nie. Ja. Holy Fire. Holy Fire. Okay. Dip-di-dim. Wir können den reintrainen. Na, ich denke, wir klären lieber das Board. Sicher, sicher. Eure Seele. Immer gut. Das Board zu klären. Ich muss jetzt werde jetzt sogar hierfür verwenden. Tut das weh? Tut das weh? Ich denke, ich sollte erst heilen. Das Double malt hier noch im Hinterkopf. Können Double in der Feier und dann machen, wenn er keinen Schaden bekommt. Haben wir dann 18. Ja. Oder wir heilen erst und dann haben wir sogar 22 und das ist so Geschichte. Tut das weh? Ah, jetzt habe ich doch nicht mit dem zuerst angegriffen. Nevermind, Mann. Ah, nee, das war schon okay, war schon okay. Hat keine Rolle gespielt. Habe ich nicht ganz aufgepasst. Hat keine Rolle gespielt. Du rock nicht dumm. Ey, der Boss ist einfach geworden, weil die War Axe genervt wurde. Haha. Oh ja. Schade, warum hast du ihn nicht früher reingetradet? Wärst du direkt gestorben. Wäre auch cool gewesen, oder? Ich sehe eure Zukunft. Ihr haltet den Mund, sonst stopfe ich in euch. Ich hab deine Frau gesilenced. Was hast du dazu? Deine Frau, die ist gesilenced. Das hat mir das Game gewonnen, Freunde. Nur das Silence. Spaß. Ihr hättet den anderen Zwerg töten sollen. Lasst keinen am Leben. Welchen anderen Zwerg? What the fuck? Okay, jetzt auf Heroic. Jetzt hört der Spaß auf. Hier Power ist halt trotzdem die gleiche. Ich glaube, da war noch irgendein zusätzlicher Aspekt, weil sonst wäre der Boss ja identisch, ne? Heroic Bosse. Sind eigentlich ein bisschen schwieriger, ne? Ich glaube, die hatte die Stats jetzt andersrum. Deswegen waren die Alchemisten auch so gut. Deswegen sind die in den Deck.
Die Frau macht nämlich jetzt, glaube ich, 3 Damage. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Komm schon, ich will es sehen. Wetten wir, die macht 3 Damage? Das heißt, wenn ich einmal dann ihr Leben... Ja, genau. Ich muss nur einmal ihr Leben switchen und schon ist wieder so wie eben. Super einfach eigentlich. Emperor Forest, ein leichtesten Boss überhaupt. Ich mach jetzt mal alles weg. Weil der hat uns eben den Sieg gebracht. Einmal geheilt, Board Control gehabt, gewonnen. So war's. 3 Attack. Wow, deine Frau ist stark geworden. Muss man dir lassen. Heda, lass meine Frau in Ruhe. Grüße. Halte den Mund, sonst stopfe ich ihn ein. Der ist so nett, ne? Unfassbar. Heda, lass meine Frau in Ruhe. Ist in Ruhe gelassen. Weiß ja nicht, was du willst, aber... Hab immer lieb zu deiner Frau. Ah, jetzt kann er die theoretisch besiegen. Das ist blöd. Deswegen kann ich den jetzt nicht spielen. Ich spiele trotzdem. Vielleicht muss ich nochmal restarten. Weil, wenn wir die aufs Feld kriegen und buffen, dann sieht es auch richtig gut aus. Das kann ich euch garantieren. Ja, Trade leider. Er ist so intelligent und traded. Aber der Wichtel-Dude kann nicht den heiligen Champion besiegen. Ne? Das Problem ist, wir sind fast tot, weil die Frau echt reinhaut. Okay, das heißt, wir starten neu. Ja, das funktioniert so nicht. Also wir brauchen Early Game Minions. Oh, oder Power Word Glory. Das können wir direkt auf die wirken und dann kriegen wir keine Early Game Schaden. Das ist auch sehr gut. Wir brauchen wirklich hier Mistress of Mixtures oder Cleric. Damit wir eben halt diese Kontrolle am Anfang haben. Aber haben wir wieder nicht bekommen. Ja, Fields Batman. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Flashy ist gut, aber nur wenn wir eben halt eine Injured Blade Master ziehen halt. Nice, heilt mich jetzt jede Runde um 4. Danke dafür, danke dafür. Ja, der Chemist ist auch gut, da können wir die Stats nochmal umdrehen. Ja, spielt keine Rolle, oder? Ja, ich heile mich trotzdem, warum nicht? Ja, zuerst mit den Angriffen hätte er jetzt, glaube ich, sogar eine Rolle gespielt, deswegen. Fällt mir gar nicht, ey, was der jetzt hier schon wieder aufs Feld legt. Viel zu heftig. Wir spielen jetzt einfach aus, soll er noch wegmachen, ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Ah, oh, scheiße, ey. Wo ist der Us, wenn man ihn braucht? Wo ist er? Wo ist der Us? Oh. Ah, jetzt wäre schon wieder nichts. Sehe ich doch jetzt schon. Kannst du trotzdem weiter probieren. Ja, sieht nicht gut aus. Eitriges Spinnensekret. Köstlich. Thank you. Eigentlich ist er jetzt wie eben, ne? Nur, dass er ein bisschen mehr Wisto hat. Trotzdem hat er eben halt die Trauma, ne? Ninja Blade Master plus Flash Heal. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich sehe eure Zukunft. Ihr werdet zu Gott kommen. Trotzdem, wenn er den jetzt nicht cleart, wenn er jetzt keine War Axe oder so hat. Nice, hat er nicht. I have the power. I am Jack Bauer. Okay, das heißt, wir können jetzt sogar doublen. Oh nein, ich misst, ja, ist jetzt nicht mehr so wichtig. Können das so machen. Und dann doublen, Mann. Ja, er wird ewig leben. 5-16 Boys. Ich denke, wir können noch lange überleben, ne? Ich meine, wir sind zwar 15, aber wir sind jetzt dabei, hier Board Control zu bekommen. Ja, also den macht er da drauf und den macht er hier rein. Ja, ist egal. Der geht hier rein, besiegt der Elemental. Oh. Ach nee, ich weiß nicht, vielleicht haben wir für den noch einen besseren Nutzen, den jetzt einfach aufs Board zu legen und nur hier einmal die Stats umzudrehen. Hm. Gefällt mir nicht. Da heile ich lieber den. Mit 5, mit War Egg sind es 8. Das reicht nicht. Flame Strike.
Ja gut, er lebt doch wohl doch nicht für immer. Aber ganz ehrlich, ich glaube, er hat keine Chance mehr zurückzukommen, oder? Was meint ihr? Hm. Wie viele Finger zeigen? Mal sehen. Hey, das ist Flamestrike wäre jetzt, also ein weiterer Flamestrike wäre jetzt schon ein bisschen nervig, weil er den dann wegkriegt, aber ganz ehrlich, die kriegt er damit nicht weg. Was lauert in den Tiefen? Richtig. Oh, der ist auch gut. Wobei, wir könnten den reintraden und dann die Stats tauschen. Das ist immerhin wieder 7. 7-1. Gefällt mir aber irgendwie nicht. Ich könnte die heilen, dann wäre sie wieder auf 5. Kann ich die da rein traden? Ja, dann kriegt er hier ein extra Imp. Ist auch scheiße. Könnt jetzt aber die Stats hier verändern. Was bringt mir das? Ist auch scheiße. Ist alles blöd. Was machen wir jetzt? Mir gefällt irgendwie gar kein Play hier. Ich glaube, das war das beste Play. Zack. Weghauen. Stats tauschen. Dann können wir den Buff geben. Ja, das ist das Beste. Das war sogar gut. Das war richtig gut. Bam. Theoretisch können wir den sogar noch heilen. Ja, mache ich sogar. Das war's. Ja, doch, doch. Damit kann ich leben. Das war gut. Mir sehr gefallen. 5-7. Let's go, Boys. Und jetzt hat sie 7-7. Vor Mana 7-7. Was geht? So ein Meme. Vor Mana 7-7. Weil es eine Schamanenkarte gibt, die wirklich nur 4 Mana kostet und 7-7 hat, aber Overload 2. Aber trotzdem. Oh Mann, wo die rauskam, hat sich jeder beschwert. Man. Ja, ich denke, da wollen wir den buffen und am Leben erhalten, was wir am Leben erhalten können. Oh, das ist so eine gute Kombo hier, die beiden. Zack. Ach, der hat aber doch nicht überlebt. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin so dumm. Na egal. Spielt keine Rolle mehr ab diesem Zeitpunkt. Hey, das ist mein Kopf. Na, das Problem ist, seine Frau hat auch Damage bekommen. Wenn nochmal hier diese Karte spielt, da haben wir ein Problem. Da haben wir ein ganz großes Problem, das sage ich euch. Scheiße. Weil der kann ja Hero Power benutzen. Was machen wir denn dann? Ich bringe jetzt, glaube ich, sogar seine Frau um. Wer juckt es in der Hand? Ich glaube, wir können uns das sogar erlauben, ne? Ja, safe. Wir haben gewonnen. Der Boss ist eigentlich easy. Auch auf Heroic. Ist nicht viel schwerer. Ist jemand verletzt? Oh, was bekommen wir noch für eine schöne Karte? Oh yeah! Damit können wir den Angriffswert noch weiter erhöhen. Ich hab deine Frau getötet. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Das war sogar das richtige Play, sehe ich gerade. Ihr bezahlen! Echt? Tu das! Will ich sehen. Werde ich immer noch bezahlen? Oder willst du mir eine Axt in die Fresse werfen? Dann mach es. Dann mach es. Do it, Dad. Tu das weh? Da dann die Axt! Ja. Alter, ich weiß nicht, was du unter bezahlen verstehst. Ich werde dir auch nicht einen Cent auf dein PayPal-Konto überweisen. Beide Zwerge zu töten? Nicht schlecht. Ach, das meinte er. Ihr hättet den anderen Zwerg töten sollen. Ah, jetzt verstehe ich. Seine Frau meinte der. Ja, ich hab's geschafft. Beide getötet. Sogar vor Nefarian. Bin ich jetzt hoch angesehen. Ich hab seinen Respekt. Ist einiges wert, oder? Nicht wirklich, aber egal. Er ist einer von Ragnaros Leutnants. Ihr habt es fast geschafft. Ja, muss sagen, der Gar, der war wirklich echt eklig. Also, ich erinnere mich da noch. Der war ein schwerer Boss. Magmawelle, alle ein Damage. Für einen Mana nur.
Dieser mächtige Magma-Elementar und seine Diener, die Feueranbeter, bilden das offizielle Begrüßungskomitee des geschmolzenen Kerns. Oh ja. Ja, der war wirklich hart. Also, ich habe mir damals die Zähne ausgebissen. Da war ich zwar wirklich noch ein Noob, hatte wirklich sau wenig Karten auch, aber der war echt hart. Und ich habe halt nur auf Normal gespielt, ne? Wie ist denn der dann erst in Heroic? Da hab ich ja Angst. Aber wir werden sehen. Gucken wir mal. Tyrande, das ist eben halt so insane. Sein Fell ist schon voll. Bei mir willst du auf Granit beißen. Möge Ilune mir Kraft geben. Deswegen ist Master Spell ja auch so gut in dem Deck. Hm. Whatever. Er ist halt der Konter zu seiner Hero Power. Es ist Steinzeit. Gegen ihn kann ich ruhig. Ich kann das ruhig so machen. Ich will ja Karten ziehen. Das war's. Was besagen die denn? Also, Todesröcheln. Fügte feindlichen Helden für jeden Feueranbeter, der in diesem Zug gestorben ist, einen Schaden zu. Das heißt, wenn die alle sterben, sind wir tot. Bumm. Deswegen ist sogar sinnvoll, die zu buffen. Wenn wir die alle Master spellen, haben wir instant eigentlich das Spiel gewonnen. Naja, haben wir nicht, weil die irgendwann sterben durch seine Hero Power. Aber trotzdem, schon einiges wert. Ist jemand verletzt? Ist jemand verletzt? Passt doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Kieselstein, die? Ja, schon anerkannt, dass die nervig sind. Keine Angst. Das ist schon mal scheiße. Ja, ich glaube, ich kann dich schon nicht mehr gewinnen. Oh, dieser Boss ist so hart, das glaubt ihr gar nicht. Er ist so unfassbar schwer, dieser Boss. Ja, ich glaube, ich habe verloren. Das ist erst Easy Mode, Leute. Ah, ich will das irgendwie neu starten. Das gefällt mir gar nicht. Ja gut, wenn wir jetzt Master Spell ziehen. Auch noch eine Runde Zeit. Seht zu, dass ihr nicht explodiert. Ihr müsst noch einen Elementar-Lord vernichten. Fügt ihr Helden für jeden, der in diesem Zug gestorben ist, einen Schaden zu. Das heißt, es werden 6 sterben. Ja, tot. Ich hätte die immer heilen sollen, glaube ich. Ach, es war eh scheiße. Wieso hat er diese Karten? Ich dachte, er hat mehr Schamanenkarten. Ich habe da sowas in Erinnerung, aber nee. Scheinbar nicht. Boah, ist das hart. Ich sag's ja, der ist auf Normal Mode schon übertrieben schwer. Ich weiß nicht, was die da geraucht haben, ey. Silence werde ich auf jeden Fall behalten, falls er wieder irgendwie bufft. Ich sollte auch vorsichtig sein, was ich hier buffe. Ich weiß nicht. Das ging mal richtig in die Hose, ey. Das ist gut. Damit können wir einen heilen. Jetzt verstehe ich hier halt wieder, wie der funktioniert. Oh, MC Check ist auch gut. Jetzt haben wir eine bessere Hand. Das Lustige ist, wenn wir die ihm stehlen, dann gilt der Effekt ja auch für ihn, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Jo. Könnte theoretisch sogar jetzt hier einen vernichten, aber ich glaube, ich ziehe lieber eine Karte. Wir wollen auch zusehen, dass sie nicht alle gleichzeitig sterben. Deswegen mache ich es so. Ah, der Boss ist echt ein bisschen tricky. Ist clever. Damit können wir hier die Stats vertauschen, sodass einer sofort ausgelöst wird. Auch mega geil. MC Tech. Die jetzt spielen wir nicht. Ich spiele sogar MC Tech. Oder ich heile einfach nur. Ich glaube, ich heile sogar nur. Und dann kriegen wir sogar noch eine Karte. Ich denke, das ist das Richtige, was man hier machen muss. Nein, nein, auf 1 ist, kann ich Licht der Nahrung machen. Sofort. Alter, was ist echt tricky, ey. Heilige Scheiße. Das heißt, wir spielen jetzt den MC Tech, aber heilen den erstmal. Im Namen des Lichts. Im Namen des Lichts. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Okay. Sehr gut, das sind 2er war. Die werden jetzt hier alle explodieren. Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten.
Den können wir painen. Den können wir auch hier einen von painen. Was machen wir jetzt? Wir können auch dies spielen. Hoho. Das gefällt mir verdammt gut, Mann. Die Macht des Lichts bezwingt euch. Ich mach es so. Ah, wobei, die werden trotzdem getriggert, glaube ich. Shit. Wer seid ihr? Da kriegen wir jetzt richtig viel in die Fresse, das sage ich euch jetzt schon. Oder ich besieg den schon mal. Ja, ich besieg den. Damn. Weil ich kriege auch weniger in die Fresse. Oh, jetzt geht's los, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Mana 8-8, wir haben schon vor Mana 7-7, wenn man sowas haben kann. Ja, das will ich insane. Holy Fire und MC Tech reinklatschen, ja, ist definitiv das richtige Play hier. Ah, ist der Boss doch nicht so schwer, wenn man mal verstanden hat? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Hat jemand Bombe gesagt? Shit. Die wurden die alle getriggert. Ah, schön auf der eigenen Space, so nicht sehen. Ah, da. Nervig. Sehr, sehr nervig. Ja, die bringen jetzt nichts mehr. Flüchtenahrung, bumm. Ja, die bringt mir nichts. Hätte ich spielen können für Tempo Plays. Aber nee, ich glaube, wir haben eh gewonnen. Nee, haben wir nicht, oder? Doch. Müsste. Na, wobei. Bringen wir den Stein. Okay. Ja, weil er dumm ist. Ich wusste es. Hätte er nicht angegriffen, hätten wir nicht gewonnen gehabt. Aber er war dumm. Hinfort! Stein schlägt. Sieh, Stein hat verloren. Denn der Boss ist tricky. Kein einfacher Gegner. Mal gucken, wie er auf Heroic ist. Gleiche Hero-Power. Ich dachte, ihr macht jetzt 2 Damage für 0 Mana oder so. Gleiche Hero-Power. Circle of Healing ist auch so unfassbar gut. Gegen den. Und wir haben ihn sogar auf der Hand. Den Circle. Tyrande gegen Gar. Bei mir will ich dir auf Granit beißen. Möge Ilune mir Kraft geben. Wir haben die Nuts. Wir haben die Nuts auf der Hand. Die wichtigsten Karten kommen bald alle. Das sind die geilsten Karten gegen den. Seriously. Weil die alle silencen, ist vorbei mit ihm. Die ganzen Effekte umsonst. Und ganz ehrlich, werde ich sogar am Leben halten. Weil er dann nichts... Oh Gott, wir haben gewonnen. Wir haben jetzt schon gewonnen. der Boss ist ja doch nicht so schwer, was? Wenn man gut zieht. Pass doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Ja, ihr wisst, was jetzt passiert, ne? Ja, MC Tech ist mir egal, den benutze ich nicht. Sorry, MC Tech. Die Macht des Lichts bezwingt euch. 3 Mana, 9-10. Oh yeah. 3 Mana, 9-10 ist ganz gut, habe ich gehört. Kann man mit leben. 3 Mana, 9-7. Gesegnet sollt ihr sein. Noch ein Circle. Dein schlägt alles. Noch ein Circle. Junge, und so viel Lack haben wie ich gerade. Also, wir können noch eine Runde überleben. Nächste Runde Circle. Seht zu, dass ihr nicht explodiert. Ihr müsst noch Master Spell mach ich noch nicht. Lord vernichten. Und dann spielen wir schon sogar den grimmigen Gast aus. Ist das ein leichter Boss, wenn man richtig zieht. Da kann ja gar nichts machen. Gar. Du hast ja 9 Handkarten, oder wie viel hat er? Ja, 9 Handkarten. Das kannst du nicht spielen. Ach, du armer Gar, Mensch. Du armer Typ. Gut gespielt.
Oh mein Gott. Der Arme, ey, der tut einem ja schon richtig leid. Hat jetzt schon verloren, Mann. Wenn ich jetzt richtig ärgern möchte, mache ich noch das hier. Oh mein Gott. Alter, ist der Arsch. Auf sie mit Kamera! Wisst ihr, ich schaue euch gerne bei der Arbeit zu. Stein schlägt. Ah, sehe ich, wie Stein alles schlägt. Nice. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-103. Das war interessant, das wusste ich gar nicht. Wenn MC Tech hier keinen Platz mehr hat, dann zerstört das Minion. Interessant. Wusste wirklich nicht. Oh mein Gott, ja, okay, dann ging das schneller als gedacht, Freunde. Das war's für heute. Die Bosse haben wir heute richtig zerstört, Mann. Eieieiei. Ich brauche den zweiten Anlauf für Normal Mode und bei Heroic Mode war es einfach Total Destruction. Im nächsten Part gibt's Baron, Geddon und Ragnaros. Beiden gefährliche Feuerelementare. Das kann was werden, Freunde. Wird spannend. Seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.